Willkommen zurück zu Let's Play EverQuest 2. Wir sind hier, ja, zu dem zurückgekehrt, was wir unser Zuhause nennen können momentan. Haven. Wir können zwar jetzt nicht in der Folge das hier machen, was ich vorhatte. Uns fehlt dafür ungefähr noch die Hälfte an Gold. Wir brauchen dafür 18 Gold, wir haben gerade mal knapp 10. Aber wir können hier bei dem Herrn Riesen vorbeischauen und ihm eine Mottensammlung. Und diese Mottensammlung ist eine neue Sammlung, die wir schon zur Hälfte gefüllt haben, oder zwei Drittel eher gesagt. Und die Musik macht einen ganz melancholisch. Wir gehen unsere Ausrüstung reparieren. Es hat nicht viel gekostet. Gehen wir mal hier ein bisschen durchgucken. Ein Versorger, ein Gildenbeamter, ein Quartiermeister. Es gibt keine neue Post für uns. Wer sollte uns auch was schreiben wollen? Dort ist unser Tresor. Und ich würde sagen, wir machen uns langsam auf den Weg wieder zum Gemeindeland. Um unseren Auftrag abzugeben. Wo kommen wir hier raus? Nektulus. Breiten wir also ein bisschen durch den Nektulus-Wald. Und wir werden auf unser Freitier wieder steigen. Und ich muss jetzt mal den Weg finden. Oh mein Gott. Ich glaube, wir waren hier noch nie im Wald von Nektulus. Na gut, dann ist es euer erstes Mal, dass ihr auch den Wald von Nektulus seht. Nein, lass mich in Ruhe. Spinni. So, wir werden mal den Weg entlang reiten. Ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung wir müssen. Ich meine, es hat nur irgendwas mit diesen Brücken hier zu tun. Nee, zum Strand müssen wir nicht. Wir müssen in die andere Richtung. Oh, mir läuft ein kleiner Schauer über den Rücken, wenn ich hier durchreite, so ein bisschen. Diese ganzen Hintergrundgeräusche. Das regelmäßige Aufstapfen unseres Reittiers. Also ich will hier nicht alleine nachts unbedingt rumlaufen. Ich meine, ich mag manchmal einen Waldspaziergang. Aber ich glaube hier lieber nicht. Ich glaube, wir hätten dort vorne abbiegen müssen. Ja, biegen wir mal dort rechts ab. Tiefer und tiefer zieht es uns in den Wald von Nektulus. Und ob wir richtig sind, vermag niemand zu sagen. Denn niemand weiß, wo wir hinwollen. Nur nicht mal wir selbst. Ich kann aber schon sagen, wo wir hin wollen. Aber ich weiß nicht, wie wir dorthin kommen. War wirklich noch fast nie hier im Lektor zu weit. Oh. Oh, verdammt, das hat jetzt natürlich die ganze Stimmung ein bisschen zerstört. Ja, auf jeden Fall
sind wir hier auf der Suche nach dem richtigen Weg. Und auf dieser Suche werde ich mal einfach irgendwie Bild ein bisschen hin und her reiten. Das könnte ein richtiger Weg sein. Er könnte uns natürlich auch einfach täuschen. Ein bisschen was. Der leer. Hier irgendwo ist der Übergang wohl. Das heißt, wir reiten wahrscheinlich falsch. Wir müssen uns also nach rechts unten orientieren. Aber dort waren wir doch gerade schon. Nochmal ein Stückchen zurück. Ich will nochmal gucken, ob wir nicht vielleicht doch den Übergang zu übersehen haben. Reiten wir hier einfach ein bisschen querfeld ein. Ich halte einfach mal hier entlang. Ne? Oh, Texanischer See. Hier sind wir hergekommen. Da waren diese ganzen Bäume. Aber hier irgendwo unten muss es doch lang gehen. Oder war es doch dort hinten? Ich gehe mal dort hinten hin. Mal. Gehen wir hier durch. Gehört halt einfach dazu, dass man mal einen richtigen Weg suchen muss. Das Schlimme hier im Nektuluswald ist, es sieht auch wirklich alles ganz genau gleich aus. Ich glaube, in dieser Folge werden wir nicht allzu viel machen können. Wir werden halt auf der Suche sein nach dem richtigen Ausgang aus dem Nektuluswald. So, jetzt sind wir ein Stückchen im Kreis gelaufen. War aber auch mehr oder weniger von mir beabsichtigt. Geht sie hier rechts weiter? Ich gehe mal hier rechts hoch. Kann natürlich auch sein, dass sich der Eingang hier irgendwo versteckt, wo man es erst gar nicht erwartet. Und man merkt, ich lasse mich immer leicht ablenken von möglichen anderen Wegen. Ich meine, der Übergang wäre aber irgendwo im Wasser gewesen. Das sieht gut aus, oder? Ach, das ist der Freihafenmiliz. Das sieht sehr gut aus. Oder? Steigen wir mal hier hoch. Huch. Wie sieht die uns so an? Oh, wir sind ja gleichgültig, okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Magen des Todes. Reifen wir mal hier ein Stückchen weiter. Ich habe so das Gefühl, wir sind gar nicht so schlecht dabei auf dem Mittenweg. Aber es kann natürlich auch einfach nur eine Täuschung sein. Ich glaube, hier sind wir jetzt zum Beispiel wieder auf dem falschen Weg. Irgendwie habe ich das Gefühl. Wir gehen mal hier lang. Der Weg ist hier nicht ganz so lang. Tal der verlorenen Seelen. Boah. Nee, hier kann es auch nicht sein. Und in die andere Richtung gehen wir nun, kommen wir zum Nektulus-Schloss, wenn ich es richtig sehe. Das heißt, dort sind wir auch falsch. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal nach dem Weg wieder zurück, ein Stückchen. Ich glaube, hier sind wir noch ein bisschen falsch. Auch wenn hier Freihafenmilizen sind. Wir können natürlich hier auch einfach mit dem Reifenturm
fliegen, aber nee, das würde die ganze Spannung hier rausnehmen. Das muss alles halt in einem Display gemacht werden, das ganze Hin- und Hergereite. Ach, Scheiße. Eigentlich sollte ich schon längst im Bett liegen und dann war ich immer noch hier so eine unendlich lange Aufnahme. Ach ja, ich bin schon schlimm. Ich meine, das ist jetzt schon die dritte Aufnahme in dieser Session, soweit ich es jetzt richtig im Kopf habe. Das heißt, mit dieser Folge, diese Folge wird am Montag erscheinen und dann werde ich nochmal für Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, ja, mindestens für diese 4 Tage nochmal Folgen vorbereiten müssen. Das heißt, 3 Folgen heute und morgen 4 Folgen und dann habe ich das auch eigentlich alles. Muss ich nur morgen alle Folgen auf jeden Fall rendern und hochladen, sonst packe ich es alles nicht mehr. Gehen wir mal hier weiter. Passt natürlich jetzt auch absolut nicht mehr ins Ambiente rein, wenn ich hier anfange zu erzählen von wegen Wachtposten der Feuerhafenmiliz. Aber das sieht gut aus, sehr, sehr gut aus. Sehr, 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 sehr gut aus. Das könnte hier das Ende sein, sozusagen. Geh. Achso, gebt 8. Ich dachte schon, wir sollen hier weg abhauen oder sowas. Wir können hier nicht abhauen. So, das ist die Brücke und dann sind wir jetzt gleich wieder in den Gemeinlanden. Da wollte ich ja hin. Und wir sind bei 12 Minuten Aufnahmezeit. Das passt doch perfekt, damit kann jemand noch die Quest abgeben und dann werde ich diese Aufnahmesession auch nochmal beenden. So. Ja, jetzt könnte er mal zu Ende geladen haben. Ja. Jetzt hat er zu Ende geladen. Jetzt kann er noch mal ein bisschen mehr zu Ende laden. Und dann geht es jetzt über die Straße des Leids rüber zu unserem Questgeber. Und wir reiten wieder über die weiten Steppen der Gemeindlande. Während die Musik startet. Zack. Jetzt haben wir es gleich. Ui, ich habe morgen einen ganz schön schweren Schritt, die Nashörner. Also wenn man in die Nähe kommt, kann man das hier wirklich richtig schön auf Kopfhörern hören. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Aufnahme alles so hört. Jetzt habe ich ein bisschen die Orientierung verloren. Ich habe
Bin gerade dabei, auf dem Nachbarrechner, sag ich mal so, von, also dem Rechner meiner Schwester, das Passwort einzugeben. Ich sollte den mal wieder fertig machen. Das habe ich die jetzt die ganze Zeit nebenbei gemacht. Aber der scheint jetzt auch wieder zu funktionieren. Zumindest sehe ich da, soweit wie ich das sehe. Das war eine richtige Mordsarbeit, den wieder herzurichten. Weil diese ganzen vorinstallierten Programme von MSI und bliblablub und blablabla alle nicht funktionieren wollten, wie sie sollten, und dann hinterließ sich halt Windows 7 nicht mehr richtig starten, sich beim, ich sag mal, starten in, an dem Punkt auf, in dem der Anmeldebildschirm geladen werden sollte. Oh, das war alles nervig, nervig, nervig. Ja, hallo. So wie wir sollten. Und damit haben wir. Moment, wie weit sind wir im Level? Ach ja, sind schon bald Level 25 und Fraktion. Die Stadt Venus sieht uns nur noch als dubios an, nicht mehr als einen wirklichen Feind. Damit haben wir doch wieder eine Menge in dieser Aufnahme, ist ja schon geschafft. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, lasst